Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich bin Metal Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Raft. Ding, ding. Du hast mal ja, Fische verkaufen. So. Ja, wir sind immer noch auf der Insel. Wir haben ein neues Tier gefangen. Den René, den Dodo. Ja. Oh, und eigentlich müsste er uns ja dankbar sein, weil Dodos sind eine ausgestorbene Vogelart und wir haben sie wiedergefunden. Ja. Der Nero sagte, dass hier irgendwo noch eine Höhle ist. Ja, ich bin nicht gleich dahin. Aber ich bin gerade zu doof, um sie zu finden. Deswegen soll er mich gleich dahin finden. Er ist irgendwo da oben. Ja. Ich futter noch kurz eine Ananas. Was ist unser Fluss? Alter, Ananas. Ich zeig dir gleich Ananas. Das sieht doch auch irgendwie so aus, als könnte man da reingehen in diese Felsformation. Das ist irgendwie so ein Loch von oben. Eine Felsformation. Oh, oh, oh. Oh Gott. Nicht herunterrutschen, nicht herunterrutschen. Da geht sehr tief rutsch da unten. Bro, rutsch jetzt nicht runter, okay? Ich rutsch gleich. Okay. Wenn du im Berg runtergerutscht, habe ich ein bisschen Panik bekommen. Lass mich erstmal kurz rein, ich komme gleich. Ich kehre mal erstmal bevor es zum Fluss zurück. Kann ich von hier aus überleben, wenn ich hier ins Wasser springe? Hey, wenn ich sagen darf, es gibt Fallschaden, also riskier es lieber nicht, okay? Oh, ich sehe unser Fluss von hier oben. Aua! Vor allen Dingen, warum bin ich jetzt gerade zweimal so abgrundtief hochgebounced? Okay, davon habe ich gerade Fallschaden bekommen. So, ich gehe jetzt noch mal kurz hier. Ja, Spiele und Physik, es macht teilweise keinen Sinn. Ja. Ja. Haben wir vielleicht noch Pufferfische hier irgendwo? Kommen wir erstmal zurück zum Floß. Ich werde noch erstmal einen neuen Speer machen müssen, weil ich irgendwie keinen habe. Ich check noch hier kurz das Ding aus. Ja, tu das. Ich erwarte dich auf dem Floß. Weil es sah von oben irgendwie so aus, als wäre irgendwie. Jetzt könnte man da reingehen oder so. Vielleicht kann ich mich hier irgendwo. Ja, wie gesagt, führe mich da gleich mal hin. Ja, ich komme, glaube ich, nicht rein. Außer wenn ich hier mich ein bisschen versucht zu glitschen. Jetzt bin ich da hoch. So, ich habe einen Speer. Ja, jetzt kann ich mich endlich wieder mal meinem Lieblingshobby widmen. Töten? Ja. Ich bin spezialisiert auf Haie töten. Aber will ich jetzt gerade nicht tun, weil ich erstmal aussorgen will. Mich nicht verdursten. Ich komm da nicht hin. Ich komm da nicht hin. Okay. Ich habe mir übrigens auch die Freiheit gemacht, einen dritten Reiniger hinzustellen. Ja. Das heißt, jetzt sind wir noch besser gewappnet. Jetzt kann uns eigentlich nichts mehr passieren. I guess. Ja, wie gesagt, ich warte auf der Insel. Also wie gesagt, ich warte auf dem Fluss auf dich. Ich bin auf dem Weg. Ausgezeichnet. Ich sehe das Fluss. Und auch unser Baum, unser Bäumchen ist ja auch schon fertig. Ich sehe das Fluss. Ich glaube, kaputt machen. Ich muss nur noch wissen, wo genau die Höhle jetzt hier war. Weil wie gesagt, wir sind halt schon fertig mit der Insel. Naja, aber da waren noch ein paar Kisten und Schmutz. Okay, hier ist die. Siehst du mich vielleicht? Nein, ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nämlich. Ja, kann Distanz. Es überhaupt sein, dass du mich sehen kannst und ich dich nicht? Ich weiß, wo du bist. Hör mal ja bei diesem Bambus-Ding an, ja? Ja, jetzt habe ich dich gesehen. Ja. Dann bring mal die Schaufel ich komme, rein. Ich fliege, ich eile. Damit du hier, obwohl ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Platz. Wo bist du? Okay. Hallöchen. Wo bist du? Da bist du. Ich stehe direkt vor dir. So. Dann führe mich mal zum Ruhm. Weil ich glaube, wir brauchen noch ein paar. Wie nennt man die hier? Diese Grasfelder hier für unsere Tiere.
Ah, ja. Ja, stimmt. Das ist eine gute Sache. So. So, bediene ich mal dem Schmutz. Ich tue die Pilze hier einsammeln, nehme ich an. Wenn ich Platz habe, habe ich. Einmal Schmutz. Kann man da oben die Dinge auch einsammeln? Nee. Und noch einmal Schmutz. Und irgendwo hier war eine Kiste. Schmutz und Schrott. Da ist die Kiste. Ja. Okay, Planken, Bolzen, alles klar. Können wir alles gebrauchen. Schmutz. Ja. Schmutz und Nagel. Schmutz und Schrott. Genommen. Ja. Ist hier irgendwo noch mehr Schmutz? Na, hier. Ja. Was? Hier, noch zwei Felder. Gut. Schmutz und Scharnier. Da kommen wir eigentlich schon wieder weg von dieser Insel, nehme ich an. Ja. Und nochmal Schmutz und Scharnier. Noch was? Scharnier. Ja, zwei Stück. Ich finde gut, wie diese Ranken einfach nur so 2D sind. Wenn ihr ja so von, ja von der Seite irgendwie so siehst, dann sind die voll durchsichtig. Durchsichtig. Ja. Weg, ich mag deine Mütze tatsächlich. Ja. Ich seh mich kaum damit. Weiß nicht, wie ich aussehe. Was? Du hast tatsächlich so einen gelben Pufferfischhut drauf. Ja, ja. Ja, aber ich sehe das nicht. Auf. Es muss mal wirklich sowas geben wie ein Spiegel. Und übrigens, deine Schaufel ist gleich auch schon hinüber. Ja. Aber ich mache mich an die Arbeit und mache neue Grasfelder für die Tiere. Ja. Okay. Aber erstmal tue ich deine Schaufel mal wieder weg. Oh ne, ich setz die Segel. Damit wir wieder hier wegkommen. Setz die Segel! Aber bevor ich mich jetzt gleich hier erstmal. Nein, nicht die See. Den Anker meine ich. So. Ohne Anker geht nicht. Ich muss tatsächlich jetzt auch erstmal wieder Platz schaffen, deswegen werde ich einen Mangosamen pflanzen. Ja, Mangosamen. Hm. Wie man hier sehen kann, hier stehen jetzt drei Reiniger, ich werde auch bald noch einen vierten hinsetzen. Wir steuern in die falsche Richtung! Ja, ich arbeite dran. Ich will nicht mehr, ich will nicht noch näher an die Insel, ich will die Insel nicht knutschen. Oh Gott. Eine Richtung. Eine Richtung. Was machst du denn da? Dann geht da lang. Mein Gott. Okay. So, ja, die Müllbeutel hier rein. Oh, der Schmutz, Verkehr, ja. Schmutz werde ich noch brauchen. Dann versuche ich mal unsere Farm wieder. Weißt du, was ich schon um meine Angel hier verbrauchen. Ja, ich könnte tatsächlich. Ich komme von hier oben. Tatsächlich einige Wiesen tatsächlich bauen. Ich mache mich mal sofort an die Arbeit. Kannst du so eine ganze Reihe da hin platzieren? Sind da, glaube ich, wir haben zwei Wiesen. Ja, und ich habe jetzt noch vier in meinem Inventar. So, Rohrhering. So, Farmer. Hey, Farmer. Hey. Oh Gott. Okay, ich habe jetzt hier mal fünf Teile hingestellt. Ich tue jetzt auch mal das sechste an die andere Seite rein. Das heißt, beide Seiten können insgesamt bis zu fünf Wiesen haben. Das dürfte ja auch irgendwie reichen. Hab ich jetzt erwischt? Ich habe gerade einen Vogel angegriffen. Ich weiß nicht, ob ich den getötet habe oder nicht. Was für ein Vogel? Meinst du jetzt? Du meinst eine Möwe? Kein Screecher, ne? Ja. Ja, ne, den haben wir schon erledigt. Ja, nee, ja, ich hab den erledigt. Vegas, ich wollte dich jetzt gerade nicht tragen. So. Was wollte ich machen? Ich wollte hier weiterbauen. Erstmal meine Sachen hey. Alle. Ach, okay. Also die Flasche hat einen Durchmesser von 5. Ich glaube, wir sollten mal noch eine Batterie bauen, damit wir mehr von diesen Würfeln bekommen. Kupfer, Schrott und Kunststoff natürlich. Kunststoff haben wir genug. Oh, wollen wir das auf einmal, ja. Das ist alles von dem Handel, den ich betrieben habe. Ah. Was ich noch alles weiß, ne, was du schon wieder vergessen hast. Ja. So, oh mein Gott, wir haben mehr als 20 Scharniere.
Ich sehe auch nirgendwo tatsächlich ein Ei. René hat kein Ei gelegt. Na jedenfalls können unsere Tiere jetzt erstmal nicht mehr verhungern. So, dann nehme ich mal das hier. Schrott. Haben wir keine. Doch, ne? Doch, da. Einen einzigen Kupferbahn ausgezeichnet. Drei Schrott. Ja, damit. Boom. Dann packe ich mal wieder eine Batterie in das Ding ein. Jo. Und wir haben nichts da drin anscheinend. Hat sogar ein paar Blätter da reingepackt. Ich weiß nicht, aber ich glaube, irgendwie kommen wir hier nicht weg. Und da ist sogar noch ein bisschen Saft drin, sehe ich gerade. Ja. Wir haben einfach nichts da drin anscheinend. Na gut, dann packe ich ein paar Federn rein, nehme ich an. So. Tschüss, hi. War nett mit dir. Rein damit. Jetzt arbeitet das Ding. So. Oh Gott, ist das am Schwanken. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist gerade echt am Schwanken. So. Ja, irgendwie komm. Aber okay, wir bewegen uns von der Insel weg. Ja, dahin sehe ich schon Loot. Was? Der Loot? Der Loot tut gut. Ich muss mal hier das Ach, Dach weiterbauen. Du Miststück. Leicht weg. Na, warte mal. Oh Gott. Ich hoffe, da kommen wir mal endlich hier zu dem blauen Ding. So. Oh, so viel Loot. Der tut gut. Der Loot tut gut. So, ich habe genau gesehen, wie das Ding gelandet ist. Du Sack. Ah, ich habe schon wieder nicht getroffen. Schieß mit dem Pfeil drauf. Ja, die sind aber wertvoll. Du kriegst die Pfeile wieder. Oh ja, stimmt. Oh Gott. Irgendwie. Wir kommen schon voran. So, dann gucke ich mal, ob ich hier. Ich tu mal hier. So, oh Gott, ich war schon wieder unter Wasser für eine Sekunde. So, oh mein Gott. Oh Gott, schon wieder ein bisschen am Lenken hier. Ja, hier. Ja, das habe ich aber auch. Dass ich hier teilweise kurze Frame-Einbrüche habe. Da. Ja, hi, was willst du? Willst du mal hi sagen? Hi. Hi, hi. Oh Gott, hi, warum hi. Sind die Wellen so hoch? Ich weiß ich doch nicht. Oh nein, nicht so. Hier rein. Oh, übrigens, ich glaube, du hast noch einen Smoothie hier drin. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Nein, und wir haben keine Suppe. Und ich brauche was zu essen. Nein. Oh ja, aber ich habe das fast gerade erwischt. Mein Gott. Noch Kunststoff. Oh Gott, wir haben was. Wir haben keine guten Nahrungsmittel. So. Komm her, fass. Ich habe einen Stein gefunden. So, die Farm ist jetzt gut umrundet. Ja. Mit einigen Planken. Mit einigen Böden hier. Keine Ahnung.
schon noch ein bisschen hier fixen bei uns am Floß. Sehr schön. Jetzt sieht alles ehrlich gesagt wieder ziemlich ordentlich aus. Ausgezeichnet. Dann kann ich ja weiter an der Farm arbeiten. Ja. Mit dir auch mal irgendwann. Ich hoffe, dass wir bald noch eine neue Insel finden. Wir haben ja natürlich auch noch vor, weitere Tiere zu fangen. Ja, ja. Und nach guten Freunden zu benennen. Entschuldigung. Ach, da kann ich da eben bauen. Ah, okay, ich wollte schon sagen. Hey. So. Wo sind unsere Palmen? Ja, hier, ich hab Mama. Unsere Palmen. Oh, oh, das ist eine Fliege! Oh, ja, unsere Palmen. Oh mein Gott, wir haben fast gar keine Palmenblätter. Ja, und? Ja, und was ist das Problem? Ja, ich brauche die, um unsere Palmblätter kriegen wir überall. Ich brauche die, um unsere Farm auszubauen. Nee. Ah, ja, genau, stimmt. Warte, ich habe noch welche. Ah, guck mal hier. Ah, so kann ich da bauen. Ich wollte schon sagen, wie soll ich denn hier so ein Dach bauen? Und sieh mal da, da kommt doch noch ganz viel Loot auf uns zu. Und ich sollte mal langsam mal was futtern, weil sonst verhungere ich tatsächlich. Ey, roher Buntbarsch. Oh, das sieht lustig, ja. Dieses Ding sieht lustig aus. Könnte größer sein. Oh mein Gott, unsere Farm ist bald fertig. Oh. Boah, ausgezeichnet. Ich mach mal Essen. Ich werde mal zwei Lachse platzieren. Oh Gott, wir kriegen mal so viel Loot wieder. Ist das nicht schön, dass wir so viel Loot kriegen? Ja. Hm. So, das hier noch. Ich vergaß. So, wie mache ich das jetzt? Jetzt Vogel, halt's Maul. Wie mache ich denn das jetzt hier? So. So, dann schmeiße ich tatsächlich mal die Federn in den. Hä? Dann da rein. Nein, so nicht. Nein, und dann werde ich auch noch das letzte, den letzten Schliff auf dem. So, ne? Ich werde gleich noch den letzten Schliff der Farm fertig machen. Was war das? Dann wirst du schon sehen. Ah, guck mal. Ja, ein bisschen so komisch, dass wir hier irgendwie so Lücken sind mittendrin. Aber egal. So. Das sind so unsere Tiere von den Gefahren der Natur hier beschützt. So. Farm, ausgezeichnet. Ja, was geht? So, oh mein Gott, guck mal, wie viel Gras wir jetzt haben. Ja, ich habe ganz schön ausgesorgt. Und ich sehe eine Insel. Okay, sehr gut. Groß, klein. Also ja, eine mittelgroße. Wenn du mal hier rauskommst und hier hinguckst, glaube sogar, dass wir drauf zusteuern. Ich habe sogar eine Erfahrung drin gehabt. Ich komme gleich. Da hinten ist die. Ich glaube, wir steuern drauf zu. Ich hab Bock gehabt. Oh, Ei. Sehr gut. Du hast ein Ei? Ja. Du hast ein Ei? Let's go. Wo packst du hier hin? Die Eier? Ja. Die packe ich in die Essenskiste rein. Okay. Nein, in die hier. Ausgezeichnet. Brauchst du was zu essen? Ich esse gerade einen Hühnerschenkel. Boah, guck mal da, hier sind so viele Gegenstände drin. Ja, ich bin gerade am Ende. Ja, ich verhungere. So. Guck, der Weg ist einfach so durch die Wand. Ja, das nennt man Freiheit, Weges. Ja. Keine Sorge, bei uns bist du sicher. Ja, du bist sicher bei uns. Wir werden dich auch garantiert nicht töten. So. Kann ich da auch noch was hinpacken? Kann ich sogar. Ist so eine kleine Insel. Ich werde mal hinschwimmen. Mach halt.
Also kommst du wieder zurück, lebend. Ja, sicher doch. Nein, zwei Palmblätter. Ich glaube, ja. Warum soll ich nicht zurückkehren? Hm? Bist du nix ohne mich? Oh nein, er weiß es. So. Muss aber hier erstmal ein bisschen Platz machen. So, ein Müllwürfel haben wir wieder. Okay. So, wo ist schon wieder der blöde Viech? Ich weiß. Ins Gesicht. Da. In ein Gesicht. In ein Gesicht. Nom 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 nom. Okay. Okay, ich habe noch Palmblätter. Du brauchst noch Palmblätter, ne? Ja, zwei Stück. Ich hab's mal in die Kiste rein. Ich hab's mal in die oberste Kiste reingetan, wo auch die Nägel drin sind. Ja, nicht wahr? Und ich weiß, das tut dir ganz gewaltig stinken, aber ist mir egal. Ah, Igitt, ich hab Salzwasser gesoffen. Oh Gott, was war hier nochmal? Ach, da war halt. So. So. Die Farm ist fertig. Sehr gut. Ich werde nur eben hier alles auffüllen. Okay, dann tue ich mal den blöden Vogel. Den Vogel lässt mal auf der anderen Seite hinpacken. Wenn er da immer noch nicht weit genug von uns entfernt ist, dann weiß ich auch nicht. Das hat Ding irgendwie geglitscht. Ja, was warte ich, macht das genau auf dem Dach von unserer Farm. Wenn das geht. Oh, da kommt Nei. Da kommt Nei. Hallo. Dann da klappt. Aua. Ah, ich kann nicht dahin bleiben. Ich wollte genau auf dem Dach für Spitze unseres Dachs hier packen, aber geht nicht. Geht nicht. So. So, wäre das nicht weit genug von Zivilisation, dann weiß ich auch nicht. Ja, also wir machen nur hier die Zivilisation schlechthin. Aber ich muss mich hier erstmal um den Hai kümmern. So, bleib mal kurz hier drinne. Ich mach nur mal die Tür noch mal vernünftig. Ich kann auch so ein Holztor machen. Ein Holztor? Ja. Nein, weg, jetzt geh weg. Ich bin ja gerade am Bauen, geh mal weg. Oh. So. Verdammt. Deswegen habe ich so viel. Ausgezeichnet. So, jetzt kann ich mich hier auch erstmal umschauen. Kupfer. Kann man gebrauchen. Nehmen wir mit. Geht das? Nee. Metallerz. Jetzt. Hier ist Jackpot. Schon mal dreimal Metallerz. Hört. Oh yeah, sechsmal Metallerz. Na gut, dann machen wir eben so. Na gut. Okay. So, boah, ich muss dann auch schon wieder einbauen. Okay, dann eben so. Ich wollte da so ein Holztor bauen, aber der hat dann irgendwie die ganzen Wände darüber auch wieder mit abgerissen. Ah. Oh. Ja. Warte, erstmal weg mit den Palmsamen, weil brauche ich nicht. Jo. Und deswegen nehme ich doch lieber die Wassermelonsamen mit. Damit kann man mehr machen. Oh, warte mal. Ich glaube, ich hatte gerade eine Erkenntnis.
Eine Erkenntnis? Was für eine Erkenntnis? Ah, okay. Man kann an den kleinen Trophäenbrettern kann man Fische dran packen. Kleine Fische. Ach, kleine Fische? Ja, ich habe jetzt gerade einen rohen Hering da dran gepackt. Alles klar. Daniro, kannst du mich sehen? Sekunde. Nee, nee. Ja. Nee. Ich bin der König der Insel. Ja. Hier, ich bin der König der Welt. Oh nein, ein Einheimischer. Ich muss flüchten. Was? Wow! So. So, komm mal weiter. Was ist alles gelootet da? Lass doch erst noch mal gucken, ob hier noch irgendwie noch ein paar Erze abzubauen sind. Erze haben wir doch mehr als genug mittlerweile. Man kann nie genug Erze haben. Kunststoff, man. Kunststoff, da ist der Stoff, den wir brauchen. Sammle ich ja gerade schon ein. Nein, genauso wie Planken. Ach, ja, Fakt ist ja eigentlich, dass ich sowieso gerade keinen Platz habe. Was wollte ich machen? Das hier wollte ich machen. Okay. So, warum laufe ich immer nur mit Glas rum? Ja, genau. Warum hast du Glas? Nehmen wir mal die Hühnerkeulen und tun die auf den Grill packen. Boom, boom. Guck mal, da ist noch mehr Erz. Da sind noch gegarte Hühnerschenkel drauf. Ausgezeichnet. Die Federn werden geopfert für unseren Dings hier. Unser mächtiger Ramme. Genau. Genau, Recycler. Ich weiß nicht, warum ich Ramme gesagt habe. So. Oh, da, das Domino hast. So, Kunststoff brauche ich im Moment nicht. Holz brauche ich auch nicht. Wo ein so ein Holz kann man ja immer gebrauchen, ne? Okay. Rübe, die kommen auf den Grill. Ja, Rübe. Lüge, das gibt eine Rübe. Das heißt, es gibt eine Rüge. Da. Ach, was weißt du schon, Lüchner? Komm her. So. Habe ich irgendwas zum Wegwerfen? Werfen, tatsächlich ja. So. Ton, das brauchen wir. Oh Gott. Und ich krieg mal Nägel durch Schrott, ne? Mal ein paar davon herstellen. So, eigentlich das ganze Ding da. Da wieder ein paar Nägel rein damit. Und ich ein bisschen nach Ton. Oh, noch mehr Metallerz. Das ist ein Stein. Steine brauche ich nicht. Das ist Sand. Das kann man mitnehmen. Nämlich ist ja noch mehr Erz. Noch mehr Metallerz. Das sind Steine, das sind Steine. Oh fuck, ich sauf schon wieder ab. Sand. Noch mehr Sand. Noch mehr Sand. Stein. Noch ein Stein. Sand und noch mehr Sand. Oh, hier sind überall Steine. Das sind Palmblätter.
Steine, Steine, Steine. Schwimm hier einfach nur als Kartons. Nein, das ist nicht. Das ist noch ein Stein. Noch ein Stein. Das ist Seetang. Dafür habe ich keinen Platz. Ist aber noch auf der Insel? Also. Ich bin gerade aus Fluss zurückgekommen. Brrr. So, wir können mal anfangen, wieder Metallerz zu schmelzen. Jetzt, oder warte, machen wir erstmal den Sand. Sand. Ja gut, okay, warte, ich könnte ja schon mal anfangen. Ich fange mal an. Einfache Batterie, so, da. Ich muss mal eben. So. Ich tu's nicht gerne, aber ich muss etwas Platz schaffen. So, aber ich werde jetzt mal. Oh. Oh, wie hell das jetzt hier ist. Huh? Und Laterne eingepackt. Cool. Ich werde mal hier ein paar nasse Ziegel hinsetzen. Dann machen wir die hier nochmal. Damit wir uns noch eine zweite Schmelze bauen können. Ja, ich tue die ganze Zeit rechtsklicken, aber der macht er nicht. So. Ich weiß nicht, hast du noch Ton? Nee. Da Glas, Sand. Ah, da, ich hab noch Ton gefunden. Was ist denn hier drin? Ich kann da gar nicht aufsammeln. Ach, das ist Sand. Schon sagen. Sand. Das ist Sand. So, jetzt sehen wir mal hier drin was. Ja, ich werde mal. Ich glaube, ich verteile mal so ein paar Laternen um unser ganz Fluss, damit wir auch was sehen bei Nacht. Guck mal, wie dunkel, guck mal, wie hell das jetzt hier ist. Ja, tu das mal. Na, ich werde hier weiterhin hier Sachen schmelzen. Also ja, aber auch nur ein bisschen Schrott und Glas. Glas mache ich ja hier gerade die ganze Zeit. Ja. Ich glaube, ich mache auch hier. Oh, zwei Eier. Mein Gott. Oh, zwei Eier. Zwei Eier. Weißt du, zwei Eier? Ja, hier könnte auch eine Laterne hier rein. Ja, mache ich gleich. Wenn nicht sogar zwei. Ja. Ja, ein bisschen Schrott farmen irgendwann mal wieder. Ja, ja, das ist kein Problem. Das wenn ich die nächste Insel, aufsuche. Ja. Ja, und Glas haben wir mehr als genug. Ja. Ja, komm, setzen wir mal die Säge. So. Ich weiß gar nicht, ob ich die Tür die ganze Zeit zumache. So, kann ich die da einpacken? Nö. Dann packe ich die nämlich an. Hier hin. Oh, guck mal. Welches, René, ihr habt jetzt Licht. Ja, ihr habt jetzt Licht. Ah, schön. Schön, ne? Das Schild, das du da hingepackt hast, guckt auf der anderen Seite raus in der Farm. Na, was war hier? Noch mehr. Oh, hier fehlt Wasser. Oder hast du das schon gegossen? Nö. Wo ist aber René? Ah, da ist René. Hallo, René. Hallo.
So. Okay, wir haben Licht. Wir haben Licht. Wir haben Waffen. Wir haben keinen Schrott mehr leider, aber. Ich wollte nur eine Lampe platzieren, bin ich da reingelaufen aus Versehen. Ich wollte schon sagen, wie lange es wohl dauern will. Bis du wieder reinfällst. So, irgendwie schmilzt, was auch immer hier drin ist, nicht. Das da drin ist Sand. Ja, das ist immer noch nicht geschmolzen. Doch, ich hab's gerade rausgenommen. Okay. So, Schrott haben wir leider nicht mehr. Ja, darum können wir uns später kümmern. Hm. So, oh Gott, ich hab was gehört. Ich hab was gehört. Wo ist es? Da ist es. Sammle das Ei. Ja, mein Ei. Ich möchte nur jeden wissen lassen, wir haben ein Ei. Und wir haben keine Angst, es zu verwenden. So. Sind wir mal auf Kurs? Wahrscheinlich wieder nicht, ne? Doch, ein bisschen. 1000 Meter. Irgendwann müssen wir ja wohl das blaue Ding hier erreichen, ey. Oh, 1000 Meter. Ja. Wir gehen genau darauf zu. Du fragst dich nur, wie lange. Ja, fragt sich, wie lange. Aber erstmal werde ich hier erstmal sortieren. Okay, wir haben wirklich keinen Schrott mehr. So, warum kann ich das hier bauen, aber nicht hier? Okay, Glas nehmen. Durch Sand rein. Glas kommt hier rein. Kupfer, das. Ja gut, den Ton bringe ich dann mit rein. Okay. Ah, Trockenziegel aufnehmen. Okay, ich habe Trockenziegel. Warte mal, Moment. Ich brauche eine Schmelze. Da brauche ich 6 Trockenziegel. Das ist also, wenn wir das nächste Mal eine Insel finden, dann müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir genügend Ton und auch Sand finden. Das können wir machen. Damit wir uns eine zweite Schmelzplatzierung hier können. Dann können wir halt noch schneller schmelzen. Ich meine, wir kriegen mittlerweile so viele Planken und alles zusammen. Ja. Dass ich schon teilweise gar nicht mehr weiß, wohin damit. Oh, ist Batterie jetzt leer? Jetzt ist die Batterie leer. Von dem Recycler ist die leer? Ja, ich packe eine neue rein. Sehr gut. Okay. Das neues Glas. Glas und Sand. Oh, das ist eine kleine Insel, auf die wir zusteuern. Okay. Das stimmt, ich habe vergessen, dass ich den Haikopf noch habe. Oh mein Gott, hier ist so dein. Oh, dicker Leck. Ja, bei mir gab es auch gerade kurze Frame-Einbrüche. Wir bitten das zu entschuldigen, aber. Es passiert einfach. Was überhaupt auf die Makrele getan? Ach so! Ja. Das ist cool. Okay. Wir müssen noch was Schönes dazu schreiben. Fische. Ja. So, ich tue meinen Anker hier im Passieren. Wenn wir mal ein bisschen Schrott und sowas sammeln können. Ja. Oder Ton. Aua. Hast du den Anker schon geworfen? Ja. Ach so, wir sind schon da. Hab ich gar nicht mitbekommen. Oh mein Gott. Das erste Mal, ich guck mich hier eben durchs Menü, was ist der Haiklus wirklich an? Ja. Ich war auch eine Sekunde drin, da hat er schon angefangen. Nein, aber ich muss sowieso jetzt erstmal was futtern, ey. So, das Metallerz.
So, ich futter hier erstmal hier das ganze Zeug. Stimmt, ich habe auch noch das rohe Haifleisch. Meinst du, das hat der mitbekommen? Der hat seine Brüder an dir gerochen. Der dachte sich so. Dann war so. Ey Mann, das war Bruce. Oh Gott. Ja. Ja, ja, schon da Bruce, endlich! Ach, oh nee, auf. Oder? Bruce? Hat er sich direkt wieder umgedreht, ey. Alter, ich bin hier wirklich teilweise noch unter Wasser, ey. Es ist so fucking weird. Ja, ich will hier unten Zeugs einsammeln, der lässt mich nicht. Ich komme zur Hilfe. Ich bin Master, der Haitöter Nummer 1. Wo bist du, du Drecksack? Du Drecksack, wo bist du? Ich hab dich gesehen. Okay. Du Drecksack, komm her. Sammel du mal weiter Zeug ein. Ich kümmere mich um den Drecksack hier. Ja, ich kann aber nicht ins Wasser, weil ich gleich tot bin. Dann geh zurück aufs Floß. Ich bin komplett voll. Ich finde mal ganz kurz hier den Schuh. Du Drecksack, komm her! Du Drecksack! Komm, kämpfe wie ein Fisch. Moment, du bist kein Fisch. Haie sind keine Fische, Haie sind Säugetiere. Komm her und kämpfe wie ein Säugetier! Ja, stopp. Na komm, du Mischstück. Komm her, du Mischstück! Komm her! Ich damit schon ein paar Mal die ganze Zeit. Ich sehe ihn gerade gar nicht. Er ist hier. Ist er hinter dir hier? Ja. Naja, ich war an Land. Nein, mein Pfeil. Ach so, er hat einen Pfeil an sich. Und er ist tot. Ah, oh, sehr gut. Gut. Ach, du hast den Haikopf, ne? Ja, du hast den Haikopf. Kannst du dann ja zu den anderen in die Kiste legen? Ich packe jetzt zu den anderen. Ich muss mir auch tatsächlich bald wieder einen neuen Haken machen. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Das Ton! Yes! Ich vergesse immer, wie Ton aussieht, ey. Ich verwechsel immer mit Sand. Der Ton ist etwas dunkler als Sand. Ist das der Ton? Ja. Okay. Sammel so viel Ton ein, wie du kannst. Wir brauchen es nicht nur für die Schüsseln, wir brauchen es auch für eine zweite Schmelze. Sei ehrlich, denn eine Schmelze, das wird uns nicht auf lange Basis nicht reichen. Was hat der Ton? Das dauert sonst einfach zu ewig, zu lange. Was? Oh Gott. Hast du schon alles auf der Insel hier gelootet? Ich glaube nicht. Da war mal kurz da hingegangen. So. Kann ja irgendwas aufnehmen, eine Wassermelone. So, oh mein Gott, eine Ananas. Gesponsert durch Ananas. Alles durch Ananas. Das ist halt Kupfer, brauchen wir nicht. Bist du da? Der hier so ein Schatten irgendwie. Das sieht so komisch aus. Und Schatten ist an mir vorbeigezischt. Ist da gerade jemand an dir vorbeigeblitzt? Mhm. Im Wasser. Oh, jetzt, ich bin jetzt auf dem Floß. Ich bin gerade in unserem Lager. Ja, und ich packe jetzt da mal eben das Glas rein. Genauso wie das Metall. Erst den Ton. Ich habe dreimal Ton. Ich habe 7. Du hast 7. Ja.
Dann tun wir den Ton mal in die Kiste rein. Ja, ich bin noch hier ein bisschen am Schrott. Achso, du bist noch nicht auf der Insel. Ja. That's my bad. Okay, jetzt ist mein Haken kaputt. Jetzt sollte ich vielleicht mal zurückkehren. Ja, mein Haken ist auch so gut wie hinüber. Er hat sich lange gehalten. Aber dann verbauen wir. Aber das macht nichts. Wir sollten sowieso noch Schrott einsammeln, wenn wir schon hier sind. Aber ich muss tatsächlich erstmal ein bisschen Platz schaffen. Kommt hier hin. Danke. Und ja, mir ist jetzt gerade auch passiert. Ich bin auch in das Ankerloch gefallen. So. Das passiert dem Besten von uns. Ich weiß. Passiert auch dem Besten. Also uns beiden. So, nein, ich habe keinen. Was soll ich nach Tim packen, ja? Stimmt, ich muss die Samen jetzt noch zu den anderen hin tun. So. So, hier sind Kartoffeln drüben, das sind die Fische, hier sind die Samen. Und da rein. Nein, und da das ist auch rein. Voll. Nein, das kommt hier mit rein. So, ich mach Schrott und einen Bolzen. Da ist einmal ein Bolzen. Und Schrott. Stimmt, ja. Ich sortiere mal erneut. So, passt wieder alles. Alles, ich habe noch ein Palmblatt, das kann ich in den Recycler werfen. Ist das Sand? Ja, das Glas. Alle unsere Gründe sind voll. Okay, ich mache eben aus dem Sand und dem Ton mache ich noch mal ein paar Nassziegel. Einen Moment. So, wächst du nicht mehr höher, Kollege? Dann baue ich dich ab. Hatten wir eigentlich auch schon mal Leiterplatten erforscht? Wollte nicht. Ich glaube ja. Wollen wir nicht für Batterien? Warte. Nee, warte, für Batterien brauchen wir keine Leiterplatten. Ich bin mir jetzt nämlich ey. Ich glaube, dass René ein Ei gelegt hat. Hast du das gespürt? Eine einfache Batterie brauchen, dafür brauchst du Schrott, einen Kupferbarren, Barren und Kunststoff. Warte mal, Leiterplatte, Kunststoff und Kupferbahn. Kann ich eigentlich herstellen? Oh mein Gott, wo wollte ich noch mal Kunststoff brauche ich? Ein bisschen. Kunststoff, das brauche ich. Jetzt habe ich vergessen, was ich noch brauche. Kupferbahn. Haben zwei Stück. Glück, kann ich eben an die Kiste. Nicht in der Kiste? Also. Ja, nie. Machen wir eben so eine Leiterplatte und dann werde ich die mal eben erforschen. War schon wieder Glas. Und ein Bolzen, mein Gott. Ach doch, haben wir schon erforscht. Okay, dann habe ich es jetzt unnötig gemacht. That's my bad. So. Ja. Okay, dann tue ich die Leiterplatte hier mal mit rein. So, und sobald die Ziegel hier trocken sind. Ein wildes Master. Ein wildes Master in seiner natürlichen Umgebung. Ja. Warte, wie sieht das aus? Du hältst. Warte mal. Das ist ein Fernglas. Okay, warte. Mal hergestellt. Ja. Und hier sehen Sie einen Daniro in seiner natürlichen Umgebung. Mit dem Pufferfischhut. Und seinem grünen Karetenhemd. Und seiner pinken kurzen Hose. Warte, hier. Ich gebe sie zurück. Hier. Ja. Bitte. Guck mal, ob man erforschen kann. Habe ich auch noch nicht, ne? Erforschen? Noch, haben wir schon mal.
wir das erforschen? Da ist, da steht rot erforschen. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Dann, dann kann man es nicht, dann kann man es nicht erforschen. Ja. Haben wir nur gedacht. Sind wir überhaupt auf? Ach so, wir sind noch gar hier. Wir sind noch hier. Sind wir auf Kurs? Sind wir das? Ich weiß es nicht. Nein, weil... wir sind nicht auf Kurs, weil der Anker ist. Ist aber auch gar nicht so schlecht, weil wir sollten hier noch ein bisschen Schrott suchen. Aber sollen wir erstmal schlafen gehen? Können wir machen. Beziehungsweise ich muss mir sowieso einen neuen Haken bauen. Schlafenszeit! Warte, lass mich nur eben einen neuen Haken bauen. Ah, dafür brauche ich Schrott! Okay. 6 Schrotte muss ich da mal rausnehmen. 4, 5, 6. So, ich brauche Bolzen. Bolzen sind neben dem Forschungstisch. Ah, stimmt. Dann brauche ich noch Seile und ich brauche Planken. Oh mein Gott. Kunststoff brauche ich gerade nicht. Das haben wir noch nicht hergestellt. Eigentlich alles schon, ne? Ja. Betten, Lagerräume. So, 2 Seile und dann. Heile und Schrotthaken. Dann wollen wir nochmal für die Sammelnetze. Haben wir auch nochmal ein paar bauen irgendwo. Stimmt, wir könnten nochmal größere Sammelnetze bauen. Aber wo platzieren wir die? Stimmt, wir haben hier ja schon alles platziert. Gott, was haben die hier schon wieder alles kaputt gemacht? Die Säcke. Warte mal, ich werde mal hier das ganze Floß hier mal nach kaputten Stellen durchsuchen. Ja, ich habe schon gerade was gefixt. Ja, habe ich auch gerade. Ich habe jetzt ja auch mal die letzten beiden Seiten hier vorne auch mal aufgebessert. Dann werde ich jetzt hier mal weitermachen. So, hier ist noch Glas. Oh, da hat er gerade weggefuttert. So, jetzt ein bisschen schütteln. Schütteln, rühren. Kann man nicht Milch auch irgendwie in Gläsern oder irgendwie sowas reintun? Keine Ahnung. Müssen wir jetzt mal einen Eimer haben, um Milch irgendwie zu bekommen. So, ich habe jetzt hier auch mal hier. Das habe ich jetzt auch mal komplett fertig gemacht. Warte. Und schon haben wir gleich keinen Kunststoff mehr. Aber hey, wir machen riesen Fortschritte. Ja. Wir haben jetzt noch 22 Kunststoff. Wie kann der so schnell weg sein? René hat nahegelegt, das habe ich gehört. Und ich hab's. Das ist der Weg. Ja, genau, stimmt. Warte, jetzt aber will ich. Schlafenszeit! Ja. Warte, ich komme. Ich will mal wissen, wie viel bringt so ein Ei? Ja, okay, dann, ein kleines bisschen. Mal dann essen. Klar, ist ein Ei. Muss ich mal an Resident Evil 5 denken. Ah, bin ich schon wieder oben. Vielleicht ein Ei auf ihren Knien aufknacken und dann essen. Oder gegen den Kopf. Inklusive Eigelb. Einfach so. Na, ja, kann man ja weggehen langsam. Ich nehme noch den Baum damit. Ich höre schon wieder so einen Headbanger Vogel. Ja. Na, meinetwegen kommen wir ja weiter. Ja. Hier sind keine Flanken drin.
Oh ja, Dash. So, jetzt nehme ich hier noch die ganzen Planken hier mehr mit und dann befülle ich jetzt mal die ganzen Giddles. Ja, aber mach mal doch ja falsch mit diesen blöden. Diesen blöden Vogelnestern. Was ist eigentlich mit Bienen? Ja, ich dachte, die kriegt man durch Blumen irgendwie. Ja, natürlich. Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube. Aber irgendwas scheint einem zu fehlen. Ich weiß nicht genau was. Aber wir haben ja auch so ein Netz, ne, womit man die fangen kann, ne? Ja, ich habe einen Kescher hier. Habe ich in der Hand. Da. Du Miststück, verschwinde. Ich sollte mal was trinken, ey, sonst verdurste ich gleich noch. Bienenstock, kümmere dich gut um die Bienen, um Honig warm zu erhalten. Die automatisches fortgeschrittenes Sammelnetz fängt automatisch Gegenstände auf, die hineinschwimmen, kann mehr Objekte enthalten als einfaches Sammelnetz. Warte, wo kannst du das überhaupt sehen? Ich gucke ja gerade bei Erforschungen hier. Ich gucke mir die ganzen Sachen an, die wir noch nicht haben. Ach so, okay. Honig schmeckt lecker und kann zur Herstellung von Biokraftstoff verwendet werden. Was? Biokraftstoff? Willst du mich auf den Arm nehmen? Lederweste, Lederbein. Irgendwie müssen wir hier doch Bienen. Müssen die auch irgendwie voll abseits irgendwo sein? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Aber was ich dir sagen kann ist, pass mal auf. Ja, ich pass auf. Ja, hier, passt du auf. Ich pass auf. Tada! Das war ja so gemacht. Eine Schmiede. Ja, ich habe eine zweite Schmelze hingesetzt. Jetzt können wir noch schneller hier, hier anfangen, hier Zeug abzubauen. Aber wir haben fast keinen Schrott mehr. Kein Problem. So. Oh. Ja, ich habe es gehört. Ich habe es auch gehört. Ich habe es gefunden. Warum kann ich das eigentlich aufnehmen? Hast du zufällig noch Wasser bei dir? Nee. Hast du schon gehört, dass der Vegas den Dodo als Spielzeug verwenden will? Ja. Vegas, du musst lernen zu teilen, ne? Ja. Geht so nicht. So, ich habe die Wiesen alle begossen, also die werden gleich wieder wachsen. Und dann würde ich sagen, lass uns noch mal so ein bisschen nach Schrott suchen. Ja. Was ich mich jetzt gerade frage ist, warum habe ich jetzt gerade so viel Metallerz dabei? Ah, hier und so viele Nägel. Warte mal, ich muss sowieso erstmal ein bisschen Platz schaffen in meinem Inventar. So, Nägel kommen da wieder rein, ruhig nicht. Okay. Hopp! Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber gucken wir mal. Na gut, okay. Ich meine, habe ich Sand gefunden. Wo ist er? Da ist er. So. Ja, irgendwo muss ja noch so ein bisschen Schrott.
Okay, der Haken ist hinüber. Wie gut, dass ich mir noch einen zweiten habe. So. Seetang brauche ich jetzt nicht. Es ist eine Possibility. Es ist eine Possibility. So. Das und das. Das kommt da rein. Gibt bestimmt irgendwas voll einfaches, was wir noch nicht erforscht haben. Ja, bestimmt. Also irgendwie wahrscheinlich voll weiterhilft oder so. Mhm. Also die Heilsalbe schon mal versucht zu erforschen? Die Heilsalbe hab ich schon mal versucht zu erforschen, das geht nicht. Nicht wahrscheinlich, weil es halt ein Endprodukt ist. Apropos Heilsalbe, ich glaube, die werde ich gleich mal nutzen. Hm. Nachdem ich diesen Hai hier getötet habe. Auch schon. Aber ich sammle uns hier immer wieder Premium-Essen. Oh, was hat da? Ich glaube noch an. Ich glaube, nur ein Stich und ich glaube, dann ist er tot. Na komm! Na gut, okay, vielleicht jetzt noch ein Stich. So, geht doch. Das da und das ist und das passiert, wenn du dich mit Master anlegst. Nicht so doof. Finger weg! 94, ich habe ihn getroffen! In der Luft! What? Ich habe ihn in der Luft nur getroffen. Bei mir ist er ja noch am Fliegen. Ich habe ihn getroffen in der Luft, aber er hat halt einen Teil unserer Ernte weggefressen. Das sollen sie doch immer. So, ich schmeiß mal hier Zeug auf den Grill. Warte, ich brauche was zu trinken. Ja, klar. Ja, ich nehme mal die Heilsalbe. Da rein damit. Ach so, hier. Okay, ich habe mich geheilt. Ich heil mich tatsächlich. Machst du im Moment Glas für irgendwas? Nee. Ich brauche kein Glas. Kann ich noch ein paar Lampen bald hier einbauen? Mit meinem Dunkeln was sehen. Ja, wir müssen hier viel sehen. Ich brauche zu trinken. Good drink. Ja, ich steck den Stein einfach da rein. Hier ist noch ein Müllwürfel. Da war noch einer drin. Warum sagt mir das denn niemand? Irgendwas zu essen, ja, fertig. Ja, Hühnerschenkel. Ja, nimmst du ruhig. So. Dann würde ich sagen, können wir den Part gleich beenden. Ist es gleich schon soweit? Oh ja. Halt, hoho. Dann können wir uns auch gleich von der Insel hier wegbewegen. Naja. Aber Moment. Bevor wir den Part beenden, muss ich noch diesen Haikopf zu den. Oh, jetzt weißt du, wie viele Haiköpfe da jetzt drin sind. Da sind jetzt mittlerweile 20 Haiköpfe drin. Sie kommen immer wieder. Meinst du, ich habe ein Problem? Nein. Die haben ein Problem, dass die immer wieder kommen. Ja, stimmt. Glaubst du, dass sie es irgendwann lernen werden, dass sie gegen mich keine Chance haben? Ich frage nur mal nach. Hier brauche ich wieder ein bisschen Schrott. Brauchst du Schrott für irgendwas?
Nein, im Moment nicht. Okay, aber wir haben keinen Shot. So wie das. Ich werde noch ein bisschen was pflanzen. Na Gott. Dann können wir eine Party beenden, nehme ich an. Ja. Und beim nächsten Mal gibt es wieder mehr Abenteuer. Glaube ich. Mit den Superbrüdern. Neue Tiere, neue Insel, keine Ahnung. Irgendwas. Ich hoffe neue Tiere. Irgendwas werden wir schon finden. Genau. So. Gut. Dann werde ich mich jetzt noch ans Wässern begeben. Wässer, du kriegst Wasser, ihr kriegt alle Wasser. Ihr kriegt doch alle Wasser. So, Moment. Okay. Da ist noch was unbesetzt. Nein, das kann ich nicht zulassen. Was ist denn da? Was ist denn mit dem Eimer? Hast du mich noch nie gesehen, wie ich einen Eimer in der Hand halte? Ja, was ist denn mit dem? Ich hab ihn bei mir, wenn ich den welches Mal wieder was abziehen will. Alles klar. So, jetzt können wir den Part beenden. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, ciao. Ciao.